Ursprünglich kam die Erkrankung namens Chagas nur in Zentral- und Südamerika vor, doch jetzt warnen Behörden vor einer globalen Ausbreitung. Infiziert werden die Betroffenen durch Raubwanzen und die Krankheit ist echt nicht ohne. Sie kann im schlimmsten Fall auch zum Tod führen. Der konkrete Infektionsweg ist aber nur was für Hartgesottene. Boah, es wird eklig. Klick zum Science Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr kein Video. Herzlich willkommen. Ja, Achtung, jetzt wird's eklig, denn die Wanzen krabbeln in die Nähe der Augen und des Mundes ihrer Opfer und beginnen dort Blut zu saugen. In ihrem Kot befinden sich wiederum Parasiten, die dann die Infektion an sich hervorrufen. Mittlerweile ist klar, die Chagas-Krankheit ist längst keine Tropenkrankheit mehr, die nur noch in Südamerika und Mittelamerika auftritt. Schätzungen zufolge sind in den Vereinigten Staaten mindestens 300.000 Menschen betroffen und auch in Kanada, Japan und Australien tritt die Erkrankung immer häufiger auf. Aber eben auch in Europa. Nach Schätzungen der American Heart Association AHA gibt es weltweit mittlerweile 6 Millionen Infizierte. Andere Quellen sprechen sogar von 18 Millionen Infizierten. Genau deswegen hat die amerikanische Non-Profit-Organisation gemeinsam mit der Inter-American Society of Cardiology ein Statement herausgegeben, in dem Ärzteteams weltweit dazu aufgerufen werden, sich über diese Krankheit zu informieren. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass die steigende Gefahr erkannt und kontrolliert wird. Konkret heißt es in der Erklärung: Gesundheitsdienstleister und Gesundheitssysteme außerhalb Lateinamerikas müssen so ausgestattet sein, dass sie die Chagas-Krankheit erkennen, diagnostizieren und behandeln und eine weitere Krankheitsübertragung verhindern können. Denn ja, die Gefahr der Chagas-Infektion ist nicht zu unterschätzen. Dabei klingt der Spitzname der verantwortlichen Insekten sogar ganz niedlich: Kissing Bugs, also küssende Wanzen. Die Raubwanzen sind selbst bis zu 4 cm groß und dienen als Überträger. Der Erreger selbst ist ein Einzeller. Die konkrete Bezeichnung lautet Trypanosoma cruzi. Die Raubwanzen sind nachtaktiv und auf der Suche nach Blut von schlafenden Säugetieren, Vögeln, Reptilien oder eben auch Menschen. Am liebsten stechen sie dort, wo die Haut besonders dünn ist, also in der Mund- oder Augenregion. Doch die Infektion erfolgt gar nicht durch den Stich der Raubwanze selbst, sondern durch ihre Ausscheidungen, die die Erreger enthalten. Gelangen diese in die frische Stichwunde, in die Augen- oder Schleimhaut der Opfer, sind diese infiziert. Der Kot der Wanzen ist nach Einschätzung von Forschungsteams sogar für Jahre infektiös. Bleibt die Infektion unbehandelt, entwickeln etwa 30% der Betroffenen Herz- und Darminfektionen. Dies kann im schlimmsten Fall auch zu einer chronischen Form der Erkrankung führen, samt Herzversagen und der Gefahr eines plötzlichen Todes. In der frühen Infektionsphase zeigen manche Symptome einer Grippe wie Gliederschmerzen und Fieber. Doch der Großteil der Betroffenen zeigt nicht einmal Symptome. So nennen manche Ärzteteams die Erkrankung auch leisen Mörder. Anhand einer Blutuntersuchung zeigt sich allerdings schnell, ob sich Patienten und Patientinnen mit Chagas infiziert haben. Dann können Ärzteteams entsprechend Medikamente verabreichen. In den USA sind bislang 11 Raubwanzen bekannt, die Chagas übertragen können. Vor allem in Kalifornien, Texas und Florida tritt die Krankheit auf. Durch den weltweiten Tourismus ist sie mittlerweile fast in allen Ländern dieser Welt vertreten. Schon vor 4 Jahren, 2014, hatten Ärzteteams Alarm geschlagen, denn schon damals wurde eine hohe Rate an Chagas-Infizierten festgestellt. Ebenso auch eine hohe Anzahl an Herzerkrankungen, die mit dieser Krankheit in Zusammenhang stehen. Das Problem hat laut der Ärzteteams 2 Dimensionen. Zum einen die rasante Ausbreitung von Chagas und zum anderen das fehlende Bewusstsein. Sowohl Diagnose als auch Behandlungsmethoden seien dringend zu überdenken. Zudem ist laut der aktuellen Erklärung auch dringend die Entwicklung neuer Medikamente notwendig. Diese sollten zum einen weniger Nebenwirkungen haben und zudem auch während der Schwangerschaft eingenommen werden können. Dies ist bislang nämlich nicht möglich. Nur so könnte verhindert werden, dass die Zahl der Infizierten weiter in die Höhe steigt. Wir halten euch hier dazu auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann abonniert Klicksum auch auf Englisch, denn auch da gibt es immer wieder Videopremieren. Dafür einfach hier draufklicken und darunter geht es weiter mit Can we survive dying? Could we trick death and live forever? Bis bald hoffentlich auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.